Der Pflaumenregen hat Taiwans berühmtem Sonne-Mond-See wieder zu seiner ursprünglichen Schönheit verholfen. Der Wasserspiegel im See war während der schlimmsten Dürre in mehr als 50 Jahren auf nur 733 Meter gefallen. Der See war so ausgetrocknet, dass Teile seines Grundes trocken lagen. Jetzt ist der Wasserspiegel wieder auf 746 Meter gestiegen und es bedarf nur noch 2 weiterer Meter, um das normale Wasserniveau zu erreichen. Anwohner freuen sich besonders, dass eine Statue von 9 aufeinandersitzenden Fröschen, die der Überwachung des Wasserniveaus dient, nun wieder fast vollständig von Wasser bedeckt ist. Zuvor war die Statue lange fast vollständig freigelegt. Das Liyutan-Reservoir im Landkreis Miaoli meldet ebenfalls steigenden Wasserspiegel. Inzwischen ist das Reservoir wieder zu 41% gefüllt. Weitere 20 Meter Regen sind nötig, um es komplett zu füllen. Hoffentlich bringt die beginnende Taifunsaison noch mehr des Kostbaren nass. Tatjana Rumik, RTI.